Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem, ja, na heute mal nicht Passi hilft. Heute ist es einfach mal ein, ja, ich sag jetzt mal stinknormales, kleines Video-Tutorial. Ja, und zwar, wurde ich diverse Male unter, ja, diversen Videos mal angesprochen, gefragt, ob ich nicht mal erklären könnte, wie man Decken in die Sims streicht, beziehungsweise halt im Haus die Decken. Ist keine große Sache und, ja, das zeige ich euch einfach mal ganz fix. Ist wirklich nichts Großes. Da steht jetzt einfach mal so ein kleines Beispielhäuschen. So sehe ich. So. Ein bisschen kleineren Raum mit dran. Tschüss. Und zwar haben wir ja, wenn wir grundlegend dafür sage eigentlich gesagt, dass bevor ich jetzt, wenn ich jetzt kein zweites Stockwerk drauf bauen würde, bevor ich das Dach setze, platziere ich immer einen weiteren Boden drauf. So dass halt, wenn man eventuell Filme macht mit den Sims oder jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, shitte. Filme, Screenshots etc. pp. Und dann halt im Live-Modus ist, dann hat man ja die Möglichkeit mit der Tab-Taste, das ist ja jetzt hier im Baumodus leider nicht möglich, in den freien Kameramodus zu wechseln. So, und wenn man dann dort in einen Raum reingeht, sag ich mal, mit dem freien Kameramodus, und dort ist kein Boden, sprich so wie jetzt hier ist, kein Boden platziert, hat man meistens oben direkt entweder das man sieht das Dach oder den blauen Himmel. So, und darum sage ich hier noch ganz kurz gesagt, dass es immer zu empfehlen ist, auch wenn es nur ein Erdgeschoss ist, bevor man das Dach setzt, hier auch einen Boden zu setzen, beziehungsweise in dem Fall ja auch eine Decke. So, die Decke ist eigentlich, wie gesagt, ganz einfach zu streichen. Das ist wie als wenn ihr den Boden unten zieht. So, wir haben jetzt hier haben den ersten Boden, zack, den zweiten, dritten, da, na komm, haben wir noch Fliesen und fertig. So, und so fix kann es eigentlich auch mit dem Deckenstreichen sein. Ich baue ja allgemein eigentlich immer etwas größere Häuser und dort sind die Räume nicht größer, aber halt anders geschnitten und das läuft das ein wenig anders. Dort kann ich einfach reingehen, setze die Kamera halt dementsprechend ungefähr so wie jetzt. Okay, das geht jetzt hier auch, weil der Raum auch irgendwo ein bisschen größer ist, so dass ich halt hier die Decke sehe. Diese Decke wäre jetzt nicht da, hätten wir vorher nicht den Boden oben platziert. Kann ich euch kurz zeigen. Entfernen wir halt mal kurz hier Abschnitt mit der Decke, zoomen jetzt noch mal rein, gehen wir eine runter. So, da haben wir jetzt ein Loch. Na komm. Ja, man sieht's, da ist ein Loch. Machen wir eben rückgängig. So. Nun ist das Loch wieder geschlossen. Super. Gut, jetzt können wir eigentlich, der ein oder andere weiß vielleicht hier unter den Böden. Dort gibt es, wo haben wir sie? Wir hatten doch irgendwo. Okay, es kann sein, dass sie glaube ich eventuell ab einer bestimmten Erweiterung dabei sind. Ich weiß es nicht, weil ich nutze jetzt im Moment für meine Tutorials etc., wo ich den ganzen anderen Kladderadatsch, sei es Store-Objekte und so weiter und so fort, wo ich den nicht benötige, nutze ich halt den Any Game Starter, wo ich halt ein bestimmtes Spielprofil anlegen kann. Und dort auch sagen kann, hier das und das und das Erweiterungspack soll dort mit verwendet werden. Und in dem Fall ist es halt jetzt gerade nur die Sims 3, das Basisspiel. Ich weiß, wie gesagt, nun gerade nicht, ob dort halt auch die Rubrik mit Deckenfliesen oder wie auch immer das gerade hieß, ich bin mir gerade nicht sicher, dabei ist oder nicht. Und gut, das macht jetzt aber nichts, weil wir können auch einen stinknormalen Boden nehmen. So, wir wählen uns jetzt halt einen Boden aus. Na komm.
Sei es jetzt ein Holzboden, Fliesen, Teppich, ihr könnt wirklich alles verwenden. Ihr wählt ihn einfach aus. Setzt oben an, man sieht ja schon, er ist oben zu sehen. Ups. So, und weshalb ich vor am Anfang gesagt habe, wir brauchen einen etwas kleineren Raum. So, nehmen wir mal an jetzt, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, dass der Raum ein bisschen größer ist und können nicht so reinzoomen und haben die Decke vor uns. Dann können wir natürlich hier, na komm. Genau, hier war das. Ich arbeite nur mit Tastenkürzel. Hier einfach Wendequerschnitt auswählen. Sprich, wir können weiter zurückgehen und haben trotzdem hier die Ansicht komplett auf die Decke und können diesen halt bearbeiten und füllen, wie wir halt wollen. So, und das ist halt dann auch der Fall bei wirklich kleinen Räumen. Zum Beispiel, Moment, hier der Raum oder der, aber da wäre es natürlich sehr, 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 sehr kompliziert, beziehungsweise gar nicht erst möglich, die gleiche Vorgehensweise zu verwenden, die wir halt hier beim größeren Raum haben, wo wir jetzt so einfach reinscrollen können und das Ganze halt so setzen, dass wir halt wirklich rankommen. So, und da empfiehlt es sich halt, hier einfach nur auf Wendequerschnitt zu setzen. So haben wir, wie gesagt, den Einblick darauf und können auch hier wieder einen anderen Belag nehmen. Können hier einen Teppich nehmen, das ist wirklich komplett egal. So, und halt um den Raum direkt komplett damit zu füllen, für den einen oder anderen, der es halt nicht weiß, einfach die Shift-Taste dabei gedrückt halten. Wir haben jetzt hier, haben wir angesetzt in dem Raum und drücken dabei einfach Shift. Seht ihr? Der ganze Raum, sprich der von den Wänden umkreist ist, eingeschlossen ist, füllt sich dann. Man klickt einfach und der Raum ist halt dann mit dem Boden gefüllt. So, wie ihr seht, ist es eigentlich keine wirklich große Sache. Und auch da habt ihr wieder die Möglichkeit, wirklich eurer Fantasie freien Lauf zu lassen und wie ihr halt gerne mögt. Ob ihr nun halt den, wenn ihr jetzt unten zum Beispiel hier, na komm, jetzt hier den Holzboden vielleicht, na komm, liegen habt. Und den eventuell auch als Deckenbelag haben möchte und halt nicht diesen leicht beigen Standardton, den die Decke halt sonst immer hat, dann könnt ihr halt auch einfach ansetzen, Shift drücken und dann sieht das Ganze halt schon ganz anders aus. Ja, es war eigentlich kein großes Tutorial, aber der ein oder andere weiß vielleicht nicht, oder beziehungsweise wurde mir auch gesagt, dass einige nicht wissen und ich wurde darum gebeten, vielleicht ein kleines Tutorial zu machen. War, ist auch schon länger her und ja, weiß ich nicht, das war für mich persönlich jetzt ja so eine Kleinigkeit, die ich halt immer so zur Seite geschoben habe. Ja, mach ich nächste Woche. Ja, ist mal eben ein Jahr vergangen. Entschuldigung dafür, aber hey, besser spät als nie und jetzt haben wir das kleine Tutorial, wie man denn die Decken in die Sims 3 streicht. So, ein kleiner Nachteil bzw. ein Bug gibt es in diesem Fall. Sprich, einen Spielfehler. Hahaha. gibt es ja nicht schon zu Genüge in die Sims 3. Das ist ja, ne? Es kann vorkommen, ich weiß nicht, wie das Ganze geschieht, funktioniert. Ich kann es nicht erklären. Aber soweit ich weiß, so habe ich es auch mal gegoogelt gehabt, kommt dieser Fehler halt nur, wenn man die Decken streicht. Den Fehler kann ich jetzt nicht mal eben so zack hervorrufen, das geht nicht, aber wenn ihr mal irgendwie wenn ich ein Haus gerade am Fertigbauen bin oder halt die Gartengestaltung mache und halt so ums Haus rumscrolle und die Ansichten halt immer wieder ändere und dann meistens so von unten schaue, weil ich gucke halt auf, wenn ich eine Ecke fertig habe, dann gucke ich halt mit diversen Kameraperspektiven, okay, passt das, sieht das gut aus und so weiter und so fort. Und da fällt mir halt sehr, sehr schnell immer auf, oder wenn dieser Fehler halt auftritt, fällt mir dann halt auf, dass halt da sind Sachen in der Luft, die gehören da nicht hin. Das sind eigentlich ja die Bodenplatten, die wurden nach oben gedrückt, aber die kann man wirklich ruhigen Gewissens, kann man einfach mit dem hier Vorschlaghammer einfach nehmen und halt entfernen, wenn sie denn da sind. Ich habe es auch nicht immer, aber wenn es dann halt der Fall ist und dann das reißt, passt, dass mir Scheiße erzählt. Nur damit ihr halt Bescheid wisst. Das ist auch keine große Sache. Stört auch nicht das Spielverhältnis, wie auch immer, aber halt so
Dinger müssen halt nicht sein. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, ich denke, das war es jetzt mit dem kleinen, wie streiche ich meine Decke in die Sims 3 Tutorial. Und ja, hoffe, wie gesagt, dass ich dem einen oder anderen vielleicht damit ein bisschen helfen konnte. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum Hausvideo von mir oder weiteren Tutorial oder Passi hilft oder vielleicht mal auf meiner Webseite vorbeischaut, productionsims3.com. Dort alles rund um den Hausbau in die Sims 3. Guides, Tutorials, nette Community und so weiter und so fort. Schaut gerne mal vorbei. Alles komplett kostenlos. Ich freue mich auf euch und sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.